Udo Hempel, Günther Schumacher, Jürgen Colombo und Günther Haritz. Das ist das Team der Bundesrepublik und auf der Gegenseite Heinz Richter, der erfahrenste Mann im zweimaligen Vize-Weltmeister-Vierer der DDR, wird das Tempo zunächst einmal bestimmen. Hinter ihm Herbert Richter, Uwe Unterwalder und Thomas Kruschke. Dieses Rennen ist offen und die Begeisterung der gut 5000 Zuschauern ist natürlich jetzt auf dem Siedepunkt. Der Start schien mir ein bisschen schnell, aber er wurde akzeptiert. Udo Hempel führt und auf der anderen Seite Heinz Richter. Die Mannschaft der Bundesrepublik wird scharf angehen und führt. Aber das will natürlich nichts heißen, die ersten Meter. Man sagt dem Vierer, den Sie hier sehen, von Gustav Kilian und Karl Link nach, dass er der kürzeste Vierer der Welt ist. Das heißt also, die Fahrer liegen bis auf 5 cm hintereinander, um die Luftblase zu bilden. Vorsprung 47 Hundertstel. 14 Runden sind zurückzulegen. Wie ein Uhrwerk läuft der Vierer der Bundesrepublik. Noch 4 Runden. Schumacher, Colombo, Haritz, Hempel. Auf Sichtweite. Udo Hempel hat wieder die Spitze genommen. Ich bin gespannt, wer ausscheidet, wer am Schluss noch eine Doppel- oder anderthalb Runden führt, um Tempo zu machen. Das Team der DDR scheint mir ein bisschen zu resignieren. Oh, hier wird's gekämpft. Noch 2 Runden und die DDR fährt nur noch zu dritt. 3 Fahrer müssen ankommen, für sie werden die Zeiten genommen. Heinz Richter ist zurückgefallen. Und der Vierer der Bundesrepublik bleibt zusammen. Wenn er am Ziel ist, dann haben wir die letzte Runde. 3,65 ist der Abstand. Und die Schlussglocke für den Vierer von Gustav Kilian und Karl Link. Der zusammenbleibt. Und gewinnt. Die langersehnte Goldmedaille für die Bundesrepublik im Radstadion nach der bitteren Pille mit dem Ausscheiden von Jürgen Barth und Rainer Müller. Heute also ein mehr als wohltuendes Trostpflaster. Und wenn ich eingangs sagte, dieses Rennen ist offen, dann stehe ich auch jetzt noch zu dieser meiner These. Aber es hat sich gezeigt, dass die Taktik der vier, die von den beiden Bundestrainern gut geführt wurden, richtig war, ein hohes Anfangstempo zu fahren und damit die DDR gleich zur Hergabe ihres Könnens zu zwingen. Denn die Erfahrungen und Erkenntnisse der Vergangenheit haben ja gezeigt, dass immer dann, wenn der DDR-Vierer vollfahren muss vom Start weg, dass er dann das Risiko eingehen muss und eingeht, auseinander zu fliegen. Hier ist er zwar nicht explodiert, wie es im Fachjargon heißt, aber doch weit früher als erwartet, fuhr er nur noch mit 3 Fahrern und diese 3 hatten keine Chance mehr gegen die 4 aus der Bundesrepublik. Hier sehen wir Günther Schumacher, der sich freut, Günther Haritz, der sich freut, ebenso wie seine Mannschaftskameraden, die hier natürlich jetzt gefeiert werden.